Hallo und gut. Setze ich mich hin, denke ich, fange mein Video an und bleib erstmal am Stativ hängen. Naja, also hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Lisa von Ruby Red Books und wir reden heute über meinen Lesemonat Januar. Also, ich weiß auch nicht, der Januar war relativ durchwachsen und ich muss auch wieder zu meiner Schande gestehen, ich habe relativ viel gehört. Viele, die ja mal fragen, wie schaffst du so viel zu lesen? Dazu hatte ich ja mal ein Video gemacht. Ich glaube, 10 Tipps, um mehr zu lesen. Oder meine Leseroutine, irgendwie so hieß das Video. Falls ihr Lust habt, dass ich sowas nochmal mache, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Dann überlege ich mir, vielleicht habe ich ein paar neue Tipps. Jedenfalls hatte ich in dem Video mal erzählt, dass ich immer auf der Arbeit in der Mittagspause lese. Das mache ich tatsächlich auf der neuen Arbeit nicht, weil wir da immer, zwischen 3 und 6 Leuten sind, die zusammen Pause machen, was eigentlich echt ganz angenehm ist. Und gerade in der neuen Firma einfach für ein bisschen Entspannung sorgt, weil der Job dort einfach etwas stressiger ist, was mir von vornherein klar war. Aber ja, genau. Deswegen lese ich da nicht mehr in meiner Pause. Ich nehme also quasi auch gar kein Buch mehr mit in die Arbeit, was auch irgendwie relativ ungewöhnlich für mich ist. Aber es ist so und es ist auch okay so und ich höre dann relativ viel Hörbuch einfach auch auf dem Weg dorthin und wieder nach Hause. Und ich muss sagen, auch eben durch die neue Arbeit habe ich oft abends gerade nicht so die Muße, viel zu lesen. Ich gucke gerade Tushur durch seit Dezember, Grey's Anatomy, abgesehen von einer Doku, die ich jetzt im Januar noch geguckt habe. Ja, also falls ihr mal Lust habt auf mehr so Serienvideos, dafür wäre ich gerade sehr bereit. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr darauf Lust hättet. Und jetzt starten wir aber wirklich auch mit den Büchern, die ich diesen Monat hauptsächlich gehört habe. Tatsächlich sind die diesmal in der falschen Reihenfolge. Also wir fangen mit dem neuesten beendeten Buch an und hören mit dem am längsten beendeten Buch auf. Eigentlich ist es auch völlig egal. Ich habe hier, es juckt auch noch meine Nase, Das Gesetz der Natur von Solomonica de Winter. Tatsächlich habe ich lang drumherum gehadert mit dem Buch. Es ist ein Rezensionsexemplar, worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe. Das Paket war super süß, das damit ankam. Aber ich habe es mehrfach versucht zu lesen und dann habe ich gesehen, dass es das bei BookBeat als Hörbuch gibt. Aber auch da kam ich null in die Welt rein. Ich glaube einfach, dass mir der Schreibstil zu schwierig war. Also wir sind hier in der dritten Person. Und dann auch noch in der Vergangenheitsform. Das mag ich halt nicht so gerne. Ich würde euch gerne vorlesen, aber das darf man ja leider nicht. Ihr könnt ja, falls ihr BookBeat habt, da auf jeden Fall mal reinhören, falls das was für euch ist. Aber ich werde dieses hübsche Buch leider wieder ausziehen lassen müssen. Genau, ich lese euch mal kurz den Klappentext vor, damit ihr wisst, um was es geht, weil, wie gesagt, ich bin immer nicht weiter als irgendwie 20 Seiten gekommen und habe einfach gemerkt, es nervt mich, dass ich mit dem Schreibstil nicht zurechtkomme. Genau. In Neuamerika leben die Menschen nach dem Gesetz der Natur. Auch Gaia Marinos muss sich diesen Regeln beugen. Versteckt in den Wäldern lebt sie das Leben einer Aussätzigen und hat den anderen doch eines voraus. In einer Welt ohne schriftliche Aufzeichnung kann sie lesen. Als sie in Gefangenschaft gerät, rettet ihr diese Fähigkeit das Leben. Gaia macht es sich zur Aufgabe, die letzten Bücher der Erde zu finden. Doch als diese Mission zu scheitern droht, muss sie sich entscheiden, wie weit ist sie bereit zu gehen. Wie gesagt, von der Thematik her mega interessant. Da kommt auch noch ein Fussel kurz zur Unterstützung. Möchtest du dich vielleicht hinsetzen? Das wäre sehr liebenswürdig. Also von der Idee mega gut, aber wie gesagt, nicht meine Welt, nicht mein Stripe-Stil. Und deswegen muss es leider gehen. Sagst du tschüss? Okay. Dann habe ich es so ziemlich als letztes beendet. Von Agatha Christie, Die Tote in der Bibliothek, ein Fall für Miss Marple. Und was mich irgendwie sehr beeindruckt hat, war das Vorwort, in dem sie darüber spricht, wie sie die Personen in ihren Romanen gestaltet. Ich glaube, Agatha Christie darf man vorlesen. Wir testen das jetzt einfach mal. Wenn ich gefragt werde, ob in meinen Büchern reale Personen vorkommen, lautet die Antwort, es ist mir völlig unmöglich, über Menschen zu schreiben, die ich kenne, mit denen ich einmal gesprochen oder von denen ich auch nur gehört habe. Aus irgendeinem Grund wären sie damit für mich mausetot.
Wohl aber kann ich eine Marionette nehmen und sie mit Eigenschaften und Fantasien einiger Erfindungen ausstatten. Es geht nämlich darum, dass sie erzählt, wie sie quasi auf die Geschichte gekommen ist, beziehungsweise hatte sie wohl schon sehr lange die Grundidee zu der Geschichte und hatte aber nie die richtigen Personen, die darin mitspielen. Und dahin sagt sie eben auch das. Und irgendwie hat es das Ganze für mich persönlicher gemacht. Ich kann es gar nicht richtig sagen. Ja, fand ich auf jeden Fall mega gut. Das Buch hat mir sehr gut gefallen, sehr spannend und ich finde wieder so klassisch Agatha Christie, man kommt nicht so richtig dahinter, was eigentlich los ist. Deswegen ja, fand ich es gut. Es wird auch hier bleiben, weil ich einfach auch die Bücher sehr schön finde. Ja, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich glaube, ich werde als nächstes, wenn ich mal wieder noch einen Krimi lese, mal wieder so einen neuen Cozy Crime Roman lesen. Da habe ich auch noch ein paar hier. Weil bei Agatha Christie tue ich mich oft sehr schwer mit den vielen Namen. Das muss ich sagen. Da spielen ja immer so viele Charaktere auf diesen dünnen Seiten mit, dass ich manchmal so ein bisschen durcheinander komme, wer jetzt eigentlich wer ist. Und dann gibt es ja diesen Constable und dann gibt es den Oberconstable oder wie auch immer man das dann nennt. Und also das strengt mich ein bisschen an. Das gefällt mir auch immer nicht ganz so gut. Aber vielleicht, weil ich auch einfach mich in England und auch mit der Zeit, zu der sie geschrieben hat, nicht so gut auskenne. Und es natürlich auch einfach schon weit in der Vergangenheit liegt. Aber die Geschichten, die sie schreibt, sind immer spannend. Und deswegen mag ich die Bücher eigentlich trotzdem sehr gern. Wow, das war jetzt irgendwie komisch. Dann durfte ich ja schon vorab lesen Kein Horizont zu weit von Alexandra Flint. Und was soll ich sagen? Das ist eins meiner Highlights. Ich liebe diese Geschichte. Ich liebe sie wirklich sehr. Es geht um Leni und um Raphael, der Raffe genannt wird. Haben wir hier die Illustration, ja, hier. Hallo. Die beiden hier. Und es geht darum, dass die beiden vor 5 Jahren schon mal zusammen waren. Dann, ich weiß nicht, steht es hier? Ja. Dann gibt es einen Brand und Raphaels Bruder, älterer Bruder und sein Vater kommen bei dem Brand um und deswegen verlassen seine Mutter und er relativ überstürzt die Heimat. Also das Ganze spielt auf Sylt, was ich irgendwie mega cool fand und mir jetzt so gedacht habe, eigentlich möchte ich auch gerne mal in Sylt Urlaub machen, einfach nur um die Orte besuchen zu können, die Lexi hier verändert hat. Also die gibt es ja und sie hat ja auch viele beschrieben, aber sie hat auch so den einen oder anderen genutzt und ein bisschen verändert, was ich mega cool fand. Und jetzt 5 Jahre später, Leni hängt da immer noch so ein bisschen dran, weil es sie sehr verletzt hat, dass Raphael einfach gegangen ist und sich nie wieder bei ihr gemeldet hat, steht Raffe plötzlich wieder vor ihr, weil das Hotel, das in Brand geraten ist, wieder aufgebaut werden soll. Und Leni, die als Schiffsbauerin arbeitet, beziehungsweise die Ausbildung als Schiffsbauerin macht, soll mit ihrem Vater, dem eine Werft gehört und wo sie auch angestellt ist, gemeinsam was für das Hotel machen. Und was mich zusätzlich sehr an diesem Buch begeistert hat, ist nicht nur diese Konstellation aus der Vergangenheit, die manchmal erzählt wird, und der Zukunft. Also wir haben hier so 2 Zeitebenen, nicht so doll wie in zum Beispiel Lucinda Riley-Romanen, aber es gibt immer wieder so Rückblenden, was ich auch sehr, sehr schön fand, was ich aus dem Genre New Adult halt einfach noch nicht kenne. Also ich habe dahingehend noch nichts gelesen, ich weiß, dass es das gibt, aber mich hat es jetzt einfach begeistert. Fand ich die Freundesklicke rund um Leni. Die nennen sich nämlich Emil. Au, Fussel, das tat weh. Jetzt hat er wieder gekrallt. Das hat mich einfach sehr begeistert, der Zusammenhalt der 4 Mädels und wie sie so miteinander interagieren bzw. sich einfach verhalten. Das fand ich einfach sehr, sehr schön. Und ich habe immer gedacht, ich wäre auch gern das L in Emil. Einfach weil ich es so schön fand. Die Geschichte, die Freundschaft, die verlorene Liebe, all das, die Familie rund um Leni, es war einfach so, ja, einfach zauberhaft und wunderschön. Also wirklich ein tolles Buch, absolut. Dann habe ich größtenteils gehört, aber auch gelesen, Script of Love von Marina Neumeier. Das ist der 2. Band der, wie nennen die sich denn eigentlich, Of Love oder so? Nee, die Love Trilogie. Es geht hier um, mein Auge juckt heute irgendwie. Also heute ist nicht so richtig mein Tag. Die Nase juckt, das Auge juckt. Wir dürfen nicht krank werden, Fussel. Okay? Er guckt mich nur so an. Ach, ihr seht ihn gar nicht. Er liegt hier so auf meinem Oberschenkel. Hier. Nicht gut. Also,
In der Love-Trilogie, die spielt übrigens in Venedig, im zweiten Band geht es um Sophia und um ihre erste Liebe Orlando. Das ist quasi so dieses typische Second-Chance-Love. Als Trope. Ihr hattet mal geschrieben, dass ihr Lust hättet, dass ich mal so ein Trope-Video mache, wo ich quasi verschiedene Tropes erkläre oder halt aufzähle, welche es gibt. Falls ihr Lust habt, macht das gerne und falls ihr welche kennt, also schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Tropes kennt, die ihr nicht versteht, schreibt es gleich dazu, dann gucke ich mal, ob ich was rausfinde oder es einfach schon weiß oder wie auch immer oder ob ich jemanden finde, der es erklären kann. Und dann würde ich dazu auch gerne ein Video machen. So, also, Sophia hatte den Traum, Schauspielerin zu werden und ist nach Hollywood und ist dann relativ überstürzt, aber auch wieder abgereist in Hollywood und zurück. Und sie ist jetzt seit 5 Jahren zurück aus Hollywood und arbeitet jetzt an so einem kleinen Theater als Nebendarstellerin und verdient sich da so ihre paar Euro. Wirklich erfüllen tut sie es nicht, aber den Traum, Schauspielerin zu werden, hat sie komplett abgeschrieben. Orlando, ihre erste Liebe und auch der große Bruder ihres besten Freundes, den wir aus dem ersten Band auch als Nebencharakter kennen. Moment, wie hieß er noch? Luca. Um Luca geht es übrigens dann im dritten Band. Was wollte ich sagen? Also, ja, 5 Jahre später steht Orlando in Venedig. Genau, und Orlando ist der große Bruder von Luca und Luca ist der beste Freund von Sophia. Und Sophia und Orlando hatten aber auch schon mal was miteinander. Wow, das klingt irgendwie komplizierter, als es eigentlich ist. Naja, möchtest du dich jetzt so hier hinhängen? Jetzt hängt er hier in meinem Arm so. Fussel, irgendwie sollte ich mal erklären, um was es in dem Buch geht. Ich komme gar nicht dazu. Also, Sophia ist zurück, 5 Jahre aus Hollywood. Orlando steht 5 Jahre später plötzlich vor ihr. Und es ist alles ein bisschen merkwürdig. Und sie hat eigentlich überhaupt keine Lust, dass er da jetzt hier ist und will auch sich überhaupt nicht mit ihm auseinandersetzen. Und dann ist es so, dass der Co-Star, der quasi die Hauptrolle in dem Film, in dem Orlando die männliche Hauptrolle hat, also die weibliche Protagonistin, weibliche Hauptfigur. Oh Gott, ich fange doch mal von vorne an. Sehr schrecklich. Wie erkläre ich denn Bücher? Da kann ja keiner zuhören. Hörst du mir noch zu? Ja, okay. Also, in Script of Love geht es um Sophia. Sophia wollte immer Schauspielerin werden und war auch kurze Zeit in Hollywood. Allerdings ist da ihr Traum zerplatzt und sie ist wieder zurück in Venedig, inzwischen seit 5 Jahren. Und plötzlich steht jetzt Orlando vor ihr, ihre erste Liebe, der große Bruder ihres besten Freundes Luca, der quasi Karriere gemacht hat in Hollywood. Und der ist zurück in Venedig, weil er wieder einen Film drehen soll in Venedig. Und sie will sich eigentlich überhaupt nicht mit ihm auseinandersetzen. Sie arbeitet inzwischen in so einem kleinen Theater und hält sich damit so ein bisschen über Wasser und wohnt quasi in dem Haus ihrer Großmutter. Und Orlando zieht dann für die Dreharbeiten auch dort ein, weil er nicht ins Hotel möchte, was sie total ätzend findet, weil sie keinen Bock hat, ihn täglich zu sehen. Und dann ist es leider so, dass die weibliche Hauptdarstellerin aus dem Film nicht drehen kann und dann der Regisseur ihr quasi die Stelle anbietet aufgrund von Orlandos Empfehlung, was schon irgendwie cool ist, aber es ist damals was ziemlich Schlimmes für sie in Hollywood passiert und die Frage ist, ob sie das quasi ausblenden kann und dafür den Film drehen kann und natürlich, wie sich das Ganze mit Orlando gestaltet. So, ich glaube, das war besser als mein erster Versuch, würde ich mal sagen. Naja, ich mochte den Band wieder sehr gerne, muss aber sagen, dass mir der erste besser gefallen hat, einfach von der Thematik her. Nichtsdestotrotz fand ich schön, mal so ein bisschen Hollywood-Luft zu schnuppern. Und mochte einfach auch die Charaktere wieder sehr gerne. Ein bisschen schade fand ich, dass quasi die Charaktere aus Band 1 nicht so oft zu sehen oder zu hören waren, mehr oder weniger. Da hätte ich mich ein bisschen mehr drüber gefreut, wenn man die ein bisschen mehr gesehen hätte. Aber so ist es halt nun mal. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf Band 3 und bin gespannt, wie mir Band 3 gefallen wird. Gut. Oh nein, jetzt sind die Bücher umgefallen und sogar Handys vom Sofa erschreckt. Erschreckt. Du hast dich auch erschreckt, ne? Ja. In der Subabbau-Challenge mit Lena war ja eine Aufgabe für den Januar, ein Buch zu lesen, das relativ neu auf dem Sub ist. Und da habe ich mich für Four Houses of Oxford entschieden.
das ich noch geschenkt bekommen habe, so quasi nachträglich zu Weihnachten, mehr oder weniger. Und es hat mir mega gut gefallen. Ich fand es wirklich cool. Es war mal ein bisschen was anderes. In Four Houses of Oxford geht es um eine Studentenverbindung in Oxford, die allerdings so ein paar fantastische Hintergründe hat. Mir hat es gut gefallen. Es war sehr spannend am Ende. Es hat einen bösen Cliffhanger und ich geiere schon die ganze Zeit um Band 2 rum, weil ich gerne wissen möchte, wie es ausgeht. Es geht um Harper und Harper kriegt eben eine Einladung zu den... Moment, Hearts? Nee, nicht Hearts. Hoppla. Zu den Diamonds, genau. Und es gibt 4 Studentenverbindungen. Und zwar die Spades, die Diamonds, die Hearts und die Cross. Die sind quasi wie diese Zeichen auf der auf den Spielkarten. Also halt auf Englisch, ne? Gut, wir randalieren hier wieder. Ich hoffe, es war nicht so laut. Und sie ist halt weise. Sie weiß nicht, wer ihre Mutter ist. Und wurde von einer Pflegefamilie zur anderen gereicht. Und bekommt dann eben die Info, dass sie da eingeladen wird von den Diamonds. Und wenn man das erste Jahr bei den Diamonds besteht, dann darf man sich einen Herzenswunsch erfüllen. Und das ist ihr Ziel. Nein, nicht das erste Jahr, wenn man dieses Spiel gewinnt. Genau. Und ja, sie trifft allerdings dann vor Ort auf, Moment, wie hieß er noch gleich? Finlay. Und Finlay und sie hatten schon mal eine Beziehung, standen sich sehr nahe und er hat sie dann einfach im Stich gelassen, womit sie überhaupt nicht zurechtkommt. Und jetzt steht er vor ihr und ist in einer der anderen Studentenverbindungen und hat irgendwie ein Geheimnis. Allerdings kommt sie nicht dahinter, was? Später dann schon, aber ja, es ist echt spannend, es ist cool, es ist ein bisschen mal was anderes. Wir haben ja trotzdem so ein bisschen diesen Internatscharakter, obwohl es ja kein direktes Internat ist. Aber schon so diese Dark Academia-Vibes und ich bin wirklich gespannt auf Band 2. Als Rezensionsexemplar habe ich bekommen When the Night Falls von Carina Schnell. Das habe ich auch gelesen und es hat mir wirklich gut gefallen. Das ist ja die Sommer in Kanada-Reihe. Das ist Band 2. Band 1 fand ich mega gut. Band 2 fand ich auch gut, allerdings nicht so gut. ist auch ein Second Chance Love. Irgendwie habe ich es diesen Monat mit Second Chance Loves gehabt, obwohl das ja eigentlich gar nicht so mein Trope ist. Ich lese ja viel lieber Fake Dating oder Friends to Lovers. Ja, nichtsdestotrotz war es ein schönes Buch. Ich mag einfach die Atmosphäre in den Geschichten von Carina Schnell sehr gerne. Spielt, wie gesagt, in Kanada, ist so ein bisschen heimelig, Wohlfühl. Und schön finde ich, dass hier mal als Dreh- und Angelpunkt nicht wie sonst klassisch eine Frauenklicke ist, sondern es sind 3 Männer, um die es hier geht. Also in jedem Band um einen Mann, der da sein Glück oder halt auch nicht Glück findet. Und das fand ich irgendwie mal schön, dass es mal irgendwie einen anderen Dreh- und Angelpunkt gibt. Und in dem Buch geht es um Will, der nach der Schule das Tourismusgeschäft seines Vaters oder der Familie übernehmen will und seine Jugendliebe Liv heiraten möchte. Liv ist aber völlig überfordert und hat so das Gefühl, sie muss ausbrechen und trennt sich dann völlig überstürzt von ihm und reist nach Europa, um dort Menschenrecht zu studieren. Und er ist so völlig vor den Kopf gestoßen und steht vor den Scherben dieser Beziehung und weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Und wir sind quasi, also das Buch beginnt 4 Jahre später. Also gerade geht es Will wieder so einigermaßen gut. Er ist wieder so auf dem Weg dessen, dass er sagt, okay, ich muss mich umorientieren. Also er ist gerade so damit zurechtgekommen. Der taucht im Liv wieder auf, fertig mit dem Studium, mit einem neuen Freund. Und irgendwie bringt es Wills ganzes Leben wieder durcheinander. Ein sehr schönes Buch, ein sehr berührendes Buch. Auch die Geschichten der beiden fand ich sehr interessant. Und wie gesagt, ich mochte Will als Charakter sehr gerne, aber ich mag halt diesen Trope nicht so gerne. Deswegen, ja. Aber trotzdem ein schönes Buch. Eine schöne Geschichte. Und dann kommen wir zu einem meiner Highlights und eines der ersten Bücher, die ich dieses Jahr beendet habe. Und zwar Light of Darkness von Maren Vivien Hase. Jetzt weiß ich nämlich auch, wie man sie ausspricht. Ich habe sie gefragt. Genau. Und es geht hier... Das ist quasi der zweite Band der Golden Oaks Dilogie. Es gibt nur Band 1 und 2. Und in Band 1 geht es um Tatum und um
Chase heißt er, glaube ich. Heißt der Chase? Ja gut, das ist jetzt irgendwie wie Lotto spielen. Nein, der heißt Dash, oder? Chase ist der andere Mitbewohner. Ja. Genau, also Dash und Tatum. Und hier geht es um Frankie und um Tyler. Und die beiden sind beste Freunde. Also haben wir hier quasi den Best Friend to Lover Trope. Es ist super witzig an vielen Stellen. Es ist einfach so... Ja, man fühlt sich, als ob man dabei wäre, als ob man nicht nur ein Buch lesen würde, sondern man ist so mittendrin und es geht trotzdem um tiefe Themen, aber es ist trotzdem auch lustig und es ist was für jeden, der selber gerne Marvel guckt, weil Tyler und Frankie beide totale Marvel-Fans sind, was ich super cool fand. Ich habe diese Anspielungen geliebt, ich habe es gefeiert. Ja, und es ist eben so, dass sowohl auch, also bei Sound of Silence haben wir ja quasi laut und leise als Gegenteil. Hier haben wir Licht und Dunkelheit. Frankie hat etwas sehr, sehr Schreckliches in ihrer Vergangenheit erlebt und kann deswegen nur im Hellen schlafen. Also wenn sie sich ins Bett legt, hat sie 8000 Lichterketten an, Stehlampen und so weiter, weil sie einfach Angst hat im Dunkeln. Und Tyler liebt die Nacht. Also er verschwindet auch immer regelmäßig abends, er hat immer was vor, keiner weiß so richtig was, aber er zieht sich da immer sehr zurück und genießt quasi diese Dunkelheit. Und wie gesagt, die beiden sind beste Freunde, aber Frankie ist schon seit Jahren in ihn verliebt und es ist einfach so schön, witzig, rührend. Also es hat irgendwie was von allem und ich liebe auch einfach dieses Buch an sich. Also es ist einfach wunderschön. Maren hat hier was ganz, ganz Tolles geschaffen und... Ja, ich kann es nur jedem empfehlen und ich hoffe, Maren schreibt ganz schnell an irgendwas, damit ich wieder neuen Lesestoff habe. Ich hoffe es. Und es waren tatsächlich auch schon alle Bücher, die ich diesen Monat gelesen habe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, eben, ob ihr ein Trope-Video wollt, ob ihr ein... Was war das zu Beginn? Oh Gott, ich habe es vergessen. Ich blende es hier ein. Wie peinlich. Und schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Lust habt, noch mehr zu schreiben, was für Bücher ihr im Januar beendet habt und wie sie euch gefallen haben. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen tollen Tag, Nachmittag oder Abend. Bis zum nächsten Video. Ciao, ihr Lieben.